So, Freunde, willkommen zurück im Wochenende. Wir machen auf Uprising, das aktuelle Set. Wir haben heute den 14.09., ein Mittwoch, ein verregneter Mittwoch. Wir werden jetzt die ganze Woche Regen haben. Also genau das richtige Hobby. Öffnen das komplette Case. Ihr kennt das ja. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu essen, macht es euch gemütlich. Ich werde die mal nach hier stellen. So. Und dann springen wir direkt hier rein. Uprising. Ich habe diesmal wieder ein bisschen mehr bezahlt als bei der letzten Bestellung. 284 Euro sollten wir wieder reinholen. Für alle vier Displays. Und ja. Was gibt's Erwähnenswertes? Das Übliche. Wir werden eine Verlosung haben, sobald wir 100 Abonnenten haben. Wer ist wir? Ich. Sobald ich 100 Abonnenten habe, mache ich eine schöne Verlosung mit schönen Sachen. Auch wenn, ne, es ist nicht so, dass ich hierfür Geld kriege. Da ist nichts mit Monetarisieren. Aber mir macht es einfach Laune. Während dem Öffnen, ich mache es ja eh auf, das einfach nur mitlaufen zu lassen und euch ein bisschen damit zu unterhalten. Die Sortierung ist hier wie immer. Oben habe ich Foil, unten habe ich Non-Foil, unten habe ich Common, Rare, oh, ich dachte, die ist Foil, Majestic, oben habe ich Common, Rare, Majestic und dann hier noch die Klassen, Commons getrennt, damit ich es leichter habe, nachher die noch zu sortieren und die Token ganz rechts. Hier unten wird nichts Besonderes dabei sein. Das einzige an Wert sind, ich kann es mal eben ein bisschen überfliegen, die legendären Karten selbstverständlich, wobei die allerteuerste, die wir ziehen können, ist Crown of Providence. In Cold Foil. Hier haben wir ja sowohl Cold Foil als auch Rainbow Foil. Zwei verschiedene Arten, wie es einfach gedruckt wird. Die Cold Foils sind seltener. Die Rainbow Foils, das ist alles Rainbow Foil, sind ein bisschen häufiger. Deshalb sind die Preise auch dementsprechend ein bisschen unterschiedlich. So, die Fabled, die hier drin ist. So, hier haben wir eine Marvel. Keine teure. Aber ich gucke mal eben rein, Moment. Müsste so um die 20 Euro liegen. Bisschen mehr. Invoke the Mai. Das ist die günstigste für sich. Ab 16 Euro gibt es diese Karte. Lass jetzt einfach mal hier so liegen. So. Kann man ja schön sehen. Ja. Alles klar. Okay, das war eine Cold Foil Marvel. Die Marvels hier sind, glaube ich, alle Cold Foil. So, also Fables haben wir hier drin. Fables eine, Blood of the Drakai in Cold Foil liegt gerade bei 220, was relativ günstig ist. Und in Rainbow Foil ab 85 Euro. Ja, der Preis ist schon mal richtig gut runtergegangen. Dafür ist diese Crown of Providence halt noch teurer geworden. 270 für Cold Foil und 170 für Rainbow Foil. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir eine legendäre hier finden. Welche das sein wird, ist natürlich immer so eine Frage. Es gibt nämlich auch Coronet Peak für 33 Euro. Es ist von allem etwas dabei. Insgesamt gibt es 20 Karten, welche 30 Euro oder mehr kosten. Das war jetzt knapp runter. War auch ein super Hit. Leider gibt es also Marvels, wenn wir Evoke Tomeltai hätten, das wäre 150 Euro. Da hatte ich ja nach dem Urlaub eine für einen Huni verkauft, weil ich nicht mitgekriegt hatte, dass die Preise gestiegen sind. Invoke Dracona Optimai gibt es für 150, habe ich auch für einen Huni verkauft. 140, habe ich 150 gesagt? 140.
Also diese 2 für 114, 150 sind die absoluten Ausreißer. Islander, die Heldin für 84, hatte ich ja beim letzten Mal gezogen, ist auch schon wieder verkauft. So, hier haben wir eine Majestic voll. Und Majestic Cold voll. Burn them all. Schön. Die lege ich mir dann hier oben hin. Wir schauen dann im Nachgang noch ein bisschen, wie die Preise sind. Das mache ich jetzt nicht einzeln für jede Karte, das war jetzt hier mal eine Ausnahme. Ansonsten macht halt Laune, ne, wenn man so Hits hat. Die zwei in einem Pack ist ja wohl der Wahnsinn. Gut, jetzt kann man sagen, aber die gibt es ja noch als Extended Art und hin und her. Alles gut. Wir hatten zwei Kohle Cold Foils und nicht so billige Common Cold Foils wie, keine Ahnung, in anderen Editionen. Das ist schon cool, dass das da so drin ist. Und wir sind immer noch beim ersten Display. Immer noch beim ersten Display. Und es ist noch alles offen in Sachen Legendary. Bin ich mal gespannt. Ich bin gar nicht sicher gerade, ob ich noch Legendaries für mich brauche. Moment, ich guck mal eben nach. Nee. Sorry. Da. Die Legendären, die ich jetzt hier, die werden alle zum Verkauf. Ich habe schon alle für mich. Die Fabled habe ich auch schon weggesichert. Die Fabled hätte ich natürlich auch besser verkauft. Also das ist wieder, wie so oft, die Karten kommen raus, sind total teuer. Die Fabled ist super teuer und im Laufe der Zeit wird sie dann immer günstiger. Da ist sie! Huhuhuhu. Blood of the Drakai. In, so wie es aussieht, super Zustand. Rainbow Foil, also die günstige Version. Liegt bei 85 Euro. Fabled. Wahnsinn. Also wie die Pull Rates da sind, habe ich jetzt gar nicht mehr am Schirm. Es ist nicht mehr so wie früher, dieses standardmäßige ja 1 in 40 Displays. Ich denke, 1 zu 40 kann sein und zusätzlich noch 1 zu 120 für die Cold Foil. Aber das ist jetzt gerade nur, was ich irgendwie so im Hinterkopf habe. Dann werde ich die mal in Perfect Fit Sleeve tun. Und auch schön hier hinlegen. Drei Klasse-Hits in einem Display plus noch eine Majestic Foil. Also da kann man sich nicht beschweren. Das macht Laune. Gut. Ich werde diese restlichen fünf wegtun für... Na, kein Platz mehr hier. Für Cardmarket-Käufer, welche größere Bestellungen tätigen, dann schicke ich gerne immer mal wieder so einen Booster mit. Könnte ja sein, dass da noch die Legendäre drin ist. Oder was heißt die Legendäre? Es ist nicht wirklich fest sortiert. Könnte eine drin sein, könnte keine drin sein. In so einem Display Legendary und Fabled ist natürlich möglich. Ja, okay, das war jetzt schon mal... Top. Ich werde mal hier erstmal den Stapel wegmachen. Den nach hier und den nach da. Tretra Trollala. Jetzt kann ich mir wieder ein bisschen sortieren, ohne dass mir die Stapel umfallen. Rare, Common Foil, Common Token. Also, das war wieder eine Seltenheit. Ich weiß nicht so ganz, warum die so günstig ist. Ich meine, meine Flash and Blood Liste, ihr könnt es ja selber nachgucken. Fables sind eigentlich nicht so günstig. Aber cool. Cool, dass das schon wieder drin war. Hier, legendär. Freunde, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir haben gerade mal das zweite Display angefangen. Rainbow Foil Tiger Strike Schuko hatte ich auch verkauft. Bedeutet,
Das ist die Rainbow-Folie, liegt bei 65 Euro. Also, ich muss sagen, ich habe ordentlich Glück. Ihr seid live dabei. Nein, nicht live, ihr seid dabei. Da kann jetzt eigentlich nicht mehr viel kommen. Zwei Fables in einem Case, no. Das erwarte ich ganz und gar nicht. Eine zweite Legendäre könnte noch irgendwo dabei sein. Ich mache das jetzt natürlich alles auf. Es ist nicht so, dass ich die Displays verkaufe, weil ich davon ausgehe, dass nichts mehr drin ist. Das ist ja Quatsch. Es kann ja von allem Möglichen, kann da noch was dabei sein. Und wenn es noch eine teure Marvel nochmal ist. Marvel werden wir nochmal sehen. Wir werden noch eine Marvel sehen. Wahrscheinlichkeit liegt recht hoch, dass es nochmal eine günstige Marvel ist. Also diese Cases von Sapphire Cards. Das war damals mit History Pack 1 schon sehr erfolgreich. Black Label. Hier, noch eine Cold. Noch eine Cold. Nochmal Burn Them All in Cold Foil. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Außer Dankeschön. Machen wir direkt weiter. Das muss man auch erstmal verkraften. Burn them all. Doch, ich klicke jetzt nochmal rein, nur aus Interesse, während ich hier weiter aufmache. Na, wenn man draufklickt statt daneben, dann geht das auch. Burn them all. Cold Foil, 13 Euro jeweils. Ist kein hoher Preis. Wir sind aber auch gerade richtig, richtig am niedrigsten Punkt angelangt der Einzelkartenpreise. Ich kaufe also wirklich einiges auf. Ich muss da so die Balance finden. Morgen ist Ethereum Merge. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Monaten dann der Preis für Ethereum raufgeht. Deshalb muss ich da auch nochmal nachkaufen und ich kann nicht nur Karten holen. Aber ich habe viele für mich persönlich Fables und Legendaries geholt. Wenn ich wieder Geld freischaufeln kann, dann würde ich weitermachen mit den Promos, weil ich stark davon ausgehe, dass wir gerade an einer Niedrigpreisphase sind und die Preise wieder steigen werden. So, ich hatte das jetzt gesagt und immer wieder nachgekauft und anscheinend nutze ich den Cost-Average-Effekt aus. Bedeutet, man kann ja nie wissen, wo denn der niedrigste Punkt ist. Es kann ja auch noch weiter runter gehen. Aber für den Fall, dass es dann irgendwann insgesamt wieder rauf geht, habe ich zumindest günstig eingekauft. Okay, also diese Sache mit den Displays lohnt sich eigentlich nicht so sehr. Aber wie ihr seht, der Expected Value oder das, was ich im Durchschnitt hier rausziehe, ist immer noch höher als mehr wert als das, was ich bezahlt habe. Na, also hier ist kommen Cold Foil. Die wird bei 3 Euro liegen. Vielleicht. Wow, also wenn ich mir das schon angucke nach zwei Displays, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier wirklich nichts mehr kriegen. Ich meine, mit einem Marvel wird noch dabei sein, aber das ist dann vielleicht so nochmal so eine 20 € Marvel. Noch eine legendäre ist unwahrscheinlich, aber durchaus möglich. Aber ansonsten wird das wahrscheinlich ein bisschen enttäuschender werden, die zweite Hälfte des Videos, die zweite Hälfte des Cases. Na, jetzt kommt nämlich nur noch wirklich so Kernschrott. Ich mache die letzten trotzdem noch mal auf. So, Double Strike hatte ich auch ausverkauft, zumindest das, auch wenn es dann nur so 1,50 sind, die man da bekommt. Ne, das ist also wirklich jetzt nichts mehr, wie erwartet. 1, 2, 3, 4. Rare, rare, rare voll, nichts und nichts.
Ja, das Spannende hieran ist, dass nach der Rare könnte was Selteneres sein. Die Foil könnte was Cooles sein. Und dann hat man aber nicht nur Schrott wie sonst, sondern muss immer noch in den vorletzten Slot gucken, weil da ja noch die Cold Foil sein kann. Also Cold Foils, immer die vorletzte Karte. So. Nichts, nichts und nichts. Okay, alles klar. So, ich hoffe, es geht jetzt nicht wirklich zwei Displays lang so weiter, dass da nichts Besonderes drin ist. Es geht auch nicht mal um den Wert. Ne? Also wenn man so eine Marvel zieht, dass die Ehren jetzt nicht reich macht, ist klar. Aber es ist halt was echt Besonderes, weil die so selten sind. Ne? Okay, wieder haben wir durch. 16 Minuten. Halbe Stunde Video schaffen wir nicht ganz. Entschuldigung. Aber Moment, ich werde die auch mal hier. Nee, werde ich nicht. Wo bin ich denn hier? Common, Rare, ich lasse die einfach liegen. Majestic, Common Foil, nichts und nichts. Okay. Also. Eine Marvel als erstes mal bitte. Nachdem wir jetzt hier wirklich den Schrott durchsortieren. Das ist natürlich. Also diese zwei Displays versetzen uns mal in die Lage von jemandem, der nur ein Display kauft, und zwar genau das hier. Und dann wirklich nur Schrott öffnet. Der denkt sich auch, jo, keinen Bock mehr darauf. Das nächste Set, Dynasty, kommt im Übrigen am 11.11. Noch nehmen die Händler wirklich Mondpreise. Also ich konnte jetzt noch nichts vorbestellen. Ich kriege ja nichts mehr vom Großhändler. Großhändler verkaufen nur noch an Ladengeschäfte, welche auch Turniere veranstalten. Als Online-Händler muss man dann also von einem dieser Läden kaufen. Und ja, keine 60 Euro kostet so ein Display brutto. Die sind zwar ein bisschen teurer als die alten, na, auch da ist eine Preiserhöhung angekommen. Aber ja, die Händler wollen dann jetzt direkt 90, ne? Und 50% Aufschlag oder 50% Gewinn. Ist meines Erachtens nach zu frech. Ich weiß nicht, wann, wo, wie viel ich von Uprising, ach Quatsch, von Dynasty vorbestellen werde. Hier haben wir eine Cold Foil, Marvel Invoke Miragai. Das ist eine von den günstigeren, auch 18 Euro. Und ja, damit hätten wir das schon mal erfüllt. Das bedeutet, derjenige, der dieses Display hier kauft, denkt sich, jupp, Marvel, cool, aber das war's dann auch. Ich erwarte jetzt, wie gesagt, unter Umständen noch als besonderen Pool eine legendäre. Das wäre aber vielleicht sogar ein bisschen zu viel verlangt. Ansonsten. Hier gibt es noch Extended Art Majestic Foils, aber Majestic Foil haben wir gerade getroffen. Eine normale Majestic Erase Face ist die teuerste. Die könnte man durch Zufall ja auch treffen, weil wir kriegen jetzt noch drei Majestics. Wir zählen mal die Majestics mit, weil auf was anderes können wir uns hier nicht konzentrieren. Was anderes wird da nichts Besonderes drin sein. Dafür wird das Pulver schon verschossen am Anfang. Eins. Ja. Wie gesagt, ich mache es trotzdem auf. Wir wollen ja sehen, was drin ist. Die paar Packs 2. Die paar Packs, die ich weggetan habe, sind ja jetzt schon Geheimnis genug. So, habe ich gesagt 3. Also noch eine Majestic. Dann arbeiten wir uns mal durch den Schrott hier durch. Ja, nichts, nichts und nicht schlimmer geht's nicht. Ne? Also zwei Rare, eine Common Foil ist das Minimum. Ja, Extended Art. Entschuldigung, Flame Call Awakening.
Ist nicht so super besonders, aber nicht, dass ich die zu den normalen lege. Okay, so, hier ist die dritte, Burn Them All, diesmal nicht im Cold Foil. Das war's dann am Majestics. Obwohl, dann ist ja wohl noch einer drin, ne? 5 Packs haben wir noch. Aber was Besonderes, wie gesagt, man hat da, das ist so, ich kann mich da so reinversetzen in die Händler, die sagen, okay, die Displays nach den Hits, die verkaufe ich einzeln, weil das ist jetzt Minus. Und man kann das so ein bisschen, das kündigt sich halt schon so an, ne? Man weiß ja so circa, hier ist noch eine extra, man weiß ja so circa, was halt drin ist. Sorry. Oh, so. Die letzten beiden mit nichts. So, nichts und nichts. Warum sind die eigentlich hier so verrutscht jetzt? Das sind doch alles Comments, ja. Macht nix. 2, 3, 4. Erase Face. Im letzten Pack. Die teuerste Majestic. Gut. Nehme ich. Dankeschön. Lege ich die vielleicht sogar hier oben hin. Okay. Und dann am Ende habe ich da noch was. Hier war da noch That All You Got. Die zweiteuerste, glaube ich. Lege ich auch da oben hin. Nur um dann am Ende einmal kurz überschlagsmäßig zu gucken, was ist der Card Market Low, also der niedrigste Preis auf Card Market. Das ist das, wonach ich mich richte. Oh, Moment, die werden nicht im Bild. So. Die tue ich auch mal wieder weg. Und weg. Und weg. So, die Rares bleiben hier. Common Foil auch. Dann geht es jetzt auf ins letzte Display. Und ich glaube, das wird ein Trauerspiel. Aber es ist nicht schlimm. Für mich, ich habe schon meinen Spaß gehabt. Ich weiß nicht, ob wir auf 284 kommen. Majestic Foil, cool. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so ist. Trotz Fabled. Zwei Marvel, zwei Majestic Cold Foil, Legendary. Das war jetzt auch noch nicht mal eine schlechte, ne? Also. Gut, gucken wir mal. Wir lassen uns überraschen. Und ihr wisst ja sowieso, ich zähle jetzt nur die teuren Paar zusammen, hier so. Und guck dann überschlagsmäßig, roundabout. Card Market Low ist jetzt, ich verkaufe es schon für ein bisschen mehr. Und hier, Kleinvieh, ne? Majestics, die so 1, 2 Euro manchmal, da kommt halt auch was zusammen. Kleinvieh macht auch Mist. Und das ist das, wovon man dann hier so lebt, als Händler. So, weiter. Fog Down, Majestic. Alles nichts Besonderes. Bei Uprising ist es immer noch so, dass ich wirklich viele Karten ausverkauft habe. Vor allem die Foils, weil ich ja von Anfang an alle Foils, die ich beim ersten in der Opening Week alle, die ich gezogen hatte, ich ja sofort verkauft. Vorverkauft quasi schon. Hier ist noch eine Common Cold Foil. Leider. Und ja doch, das ist schon hier. Kommt schon ein bisschen Kohle zusammen, wenn ich das verkaufe. Alles wird gut, alles wird gut. Ich muss immer noch nicht am Hungertuch nagen. Zum Glück. Aber, was ich eben schon angesprochen hatte, das, wo man Geld, also Display Openings, das ist jetzt nicht so, wo man Geld verdient. Das ist ein cooles Hobby. Das macht Spaß. Da kann ich auch ein bisschen Inventar aufstocken, aber Geld verdienen macht man dann mit den Einzelkarten.
keine Ahnung, wenn ich Tiger Stripe Schuko verkaufe, dann mache ich auf die Suche, gucke bei eBay USA vielleicht, schaue, ob ich es bei eBay per Ersteigerung bekomme oder ob ich es dann doch von privat oder im Discord mit Durchtausch irgendwie die Karte wieder kriege und dann wieder anbieten kann. Ja. Das ist so die Sache, mit der man dann halt sein Geld verdient. Und solange das so bleibt, kann ich auch ein bisschen quer subventionieren, quer finanzieren und weiterhin Displays holen. Am schönsten wäre natürlich, hier kommen Coldfoil schon wieder. Tja. Am schönsten wäre natürlich, wenn man an jedem Display, wenn die Karten so viel wert wären, wie die Displays kosten. Und man das aber mit Gewinn einzeln verkaufen könnte. Das ist so der Traum, aber naja. Gut. Treffen wir noch Legendäre oder nicht? Das ist hier die Frage. Zwei Marvels, zwei Coldfoil Majestics, das ist viel mehr als sonst. Die Fabled, komplett übertrieben, so viel Glück zu haben. Legendäre war gut, Rainbow Foil. Das ist beides Rainbow, das ist so ein bisschen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Coldfoils. Ist halt auch was Besonderes. Dafür, dass die Coldfoils jetzt so selten sind. 1 Extended Art. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich nicht noch eine andere Extended Art gezogen habe und übersprungen habe eben, aber das werde ich ja beim Sortieren wieder rausfinden. Sollte jetzt auch nichts Teures sein, ist halt auch nur eine Common, ne? Gut. Letzten drei. Nichts dabei. Zum Glück wie erwartet, aber das kann, man kann auch nicht mit so einem Tempo wie am Anfang durchgehen. Das ist ja, das wäre ja, das wäre wie das deutsche Basketballteam bei der Europameisterschaft. Kann man nicht immer überall so gut haben. So, letztes Pack. Eben war noch Erase Face dabei. Jetzt ist wahrscheinlich eher null und nichts dabei. So, Rare Majestic Uprising. Okay. Alles klar. So, kurz überschlagen. Mathematik für Anfänger. Wir gehen der Reihe nach. Und zwar war die teuerste 85. Blood of the Drakkari. Rainbow Foil. Super Zustand. Fabled. Super selten, werdet ihr nicht so oft sehen. Davon gibt es hier, auch wenn sie so günstig ist, davon muss es hier viele geben. Oh ja, 96 Stück. Die will keiner haben. Huch, schade. Das ist die Nummer 000. Interessant. Aber dann 65 für Tiger Strike Schuko. Und das ist der Card Market Low. Ne? Ich klicke jetzt nicht in jede einzelne Karte rein und gucke, warum, was für ein Verkäufer das ist. Dann sind wir bei 150. Ja, bin ich richtig? Ich bin richtig. Wir gehen wertmäßig weiter runter. Ich gucke mal, was ich noch getroffen habe. Auf der ersten Seite nichts. 108. Moment, ich mache die mal hier rein. 168. Nein, 166. So. 184 für diese vier Karten. Und jetzt müssen wir mit dem Rest noch 100 Euro hinkriegen. Ah, ich weiß nicht so. So, lasst mal sehen. Was hat denn gefunden? Rewind Erase Face für 15. Dann brauchen wir noch 85. So. Ein
Burn them all cold foil jeweils 13. Sagen wir mal 12,50, das macht es leichter. Machen wir also noch 70, 60. Ja, noch 60. Ah, dann wird es schon dünne. Flame Call Awakening liegt tatsächlich bei 5 Euro. Wow. Noch 55. Und ich glaube, da verließen sie ihn schon. Hier, was hatten wir hier noch Cooles bei? Spreading Flames für einen Fünfer. Also noch 50. That all you got für einen Fünfer. Noch 45. Oh ja, das war's. Was hatte ich hier noch? Vipox und Thor. 3. Okay. Alle anderen 2 Euro oder weniger. 2, 4, 6, 8, 10. Doch, da kommen wir schon hin. Mit dem Majestics hier vielleicht plus minus 0, aber Card Market Low. Bedeutet, gut, ich hätte jetzt auch alle kaufen können, Versand mal dazu rechnen und und. Das war wieder plus, das war wieder super. Halten wir nochmal die zwei Winner in die Kamera. Das war drin in dem Display, in dem Case. Jo, hat Laune gemacht. Danke wieder fürs Zuschauen. Ich mache hier sauber. Wir hören uns dann am Freitag mit der nächsten Liste wieder und am Samstag mit dem nächsten Opening. Ich denke, dann habe ich ein besonderes. Ich mache dann nochmal Arcane Rising auf. Denke ich. Bis dahin. Tschüss.